Schön ist die einfach cool. Kurz hallo. Dieses Jahr haben wir das erste Mal uns entschieden, einen Slot Lightning Talks zu machen bei uns. Lightning Talks sind Kurzvorträge, die den Sinn haben, in circa 5 Minuten für irgendein Thema Interesse zu wecken, zu motivieren, einfach aufmerksam zu machen, aber nicht länger festzuhalten. Und das Ganze machen wir jetzt in relativ rascher Abfolge, 4 Slots hintereinander. Bernhard Trommer fängt an. Und ja, dann quatschen wir ein paar Minuten und so weiter und so fort. Und dann halten wir eigentlich gleich vom Essen ab. Es wird, nachdem wir eh relativ viel Zeit haben und nur 4 Slots haben, die sind nicht so genau, man auch nicht überzieht und wir können auch 2-3 Minuten Fragen eventuell anhängen, während die Leute wechseln. Und wenn wir in Zukunft vielleicht mehr Lightning Talk Anfragen haben für folgende Veranstaltungen, dann wird dieser Slot vielleicht ein bisschen voller werden. Das ist unsere Premiere. Bernhard, leg los. Danke, es ist immer klasse, wenn man der Erste sein darf. Okay, zum Vortrag: Gerät kaputt oder ist vielleicht auch nur ein Elko zu tauschen? Für die erste Folie brauche ich eure Mitarbeit. Wer hat zum Beispiel einen Flachbildschirm, sowas wie das da zu Hause? Oder hatte einen Flachbildschirm, okay? Der schon ein paar Jahre alt ist. Okay? Der dann irgendwann einmal angefangen hat, nach dem Einschalten zum Flackern anfangen. Okay, schon weniger. Und später dann ganz schwarzblind ist, nach ein paar Monaten. Okay? Wer hat ihn da so entsorgt und dann neuen gekauft? Okay, also ich muss jetzt runternehmen. Also ich habe ihn nicht weggeschmissen. Ich habe einen neuen gekauft, und heute stehen wir rum. Okay, passt. Geht er wieder? Noch nicht. Okay, passt. Dann, ich habe mich entschlossen, bevor ich ihn weghaue, schaue ich doch einmal rein. Weil ich kenne das Symptom nämlich von woanders. Das Trickreichste dabei ist nur, wie man das Gehäuse aufmacht, ohne dass man gleich außen das Plastikringrandl da aufbricht. Das war eher das Schwierigste. Wie es dann offen war, da sieht man ein Foto von der Netzteilplatine im Monitor, war für mich als mit dem geschulten Auge dann schon zu erkennen, wo das Problem liegt. Nämlich diese drei Elkos da. Was das Problem ist, da komme ich nicht drauf. Normalerweise sollte es so sein, dass das Kapperl da oben ist ein, so ein Metallkapperl mit einem X oder einem M mit irgendeiner Gravur drauf, das sollte normalerweise flach sein. Und wenn das so wie da leicht nach außen gewölbt ist, ist das ein Zeichen, dass der nicht mehr lang mitmacht und ersetzt gehört. Was man dann braucht zum Ersetzen ist das, was da drauf steht, also die Kapazität und die Spannung, für die er ausgelegt ist. In meinem Fall habe ich die beiden sogar mit 1000 Mikrofarad und 25 Volt ersetzt, bei 820 habe ich keine gekriegt. Den daneben um 330 µ. Da habe ich halt auch nur einen mit einer höheren Spannung gekriegt oder einer, der halt eine höhere Spannung aushaltet bekommen, das ist aber meistens kein Problem. Und auch wenn es da ein bisschen einen größeren rein tust, ist das meistens auch kein Problem. Was noch wichtig ist, wo der Minuspol ist, weil die Dinger, wenn man die verkehrt reinlötet, ist dann eher nicht gut, dann macht es ganz laut Bumm. Entweder macht man dann ein Foto vorher oder so wie da, man hat Glück und das ist auf der Platine eingezeichnet, wo der Minuspol ist, damit man nachher weiß, wie der das Ersatzding reingehört. Kostenpunkt, die zwei Dinger haben Kosten beim Neuhalt 10 Cent und der daneben, der halt von der Stange kommt, 20 Cent und damit habe ich um 40 Cent Materialkosten und ein bisschen Arbeitszeit am Schirm, der 200 Euro kostet, hat wieder flott gemacht. Gleiche Geschichte, anderes Gerät. Das ist so ein kleines regelbares Schaltnetzteil, wo man halt das mal einsteckt und die Spannung einstellen kann. Auf dem Ding habe ich nämlich meine Solgris-Box betrieben und die hat dann auch nach ein paar Jahren angefangen, immer wieder spontan zu rebooten und ich habe nicht gewusst, warum zuerst.
Und da war die gleiche Ursache, ne? Das ist wieder im Netzteil im Prinzip so ein Elko drinnen mit einem aufgeblähten Kapperl. Und in dem Fall habe ich schon zum zweiten Mal austauscht, ne? Weil ich das Netzteil doch recht häufig verwende. Und alle 3 Jahre quasi oder alle 4 Jahre wieder. Um zum Punkt zu kommen, 2 Messages, die ich mitgeben möchte. Bevor man ein Gerät wegschmeißt, lieber mal reinschauen. Vielleicht ist es ja sowas oder es ist vielleicht eine Sicherung drinnen, die aus welchem Grund auch immer durchgeschmort ist. Und dann kann man ein paar Cent Material kosten und wenn man weiß, wie man einem handwerklich tut, das Gerät wieder reparieren und Flöten lernen, wer es noch nicht kann. Danke. Fragen? Bitte. Ist es gleich in Netzteilen zu melden selber? Wenn du das nicht angesteckt lässt. Nice. Ja, wir schreiben es immer drauf, aber ich meine, natürlich solltest du das nicht angesteckt haben, ist eh klar, nicht? Und normalerweise, wenn sobald du es absteckst, ist es ja so, dass vielleicht ein bisschen Spannung anbleibt und nach einer halben Stunde oder was ist es weg, spätestens. Also falls da irgendeine Restspannung noch drin sein sollte und wenn, bei den kleinen, siehst du 25 Volt, selbst wenn du hingreifst, das tut nicht einmal weh. Ja, also einer von diesen, also es ist schon gesteckt, aber von den 3 Elkos, was im Monitor drinnen waren, waren 2 davon 1000 Mikrofarad, die kriegst du um 10 Cent. Und das andere, weil es von der Stange gekommen ist und nicht so in dem großen Ladel drinnen war, halt 20 Cent. Aber kostet nichts. Und einmalig musst du natürlich einen Lötkolben, Lötzinn und so weiter anschaffen, das ist vielleicht einmal ein Preisaufwand oder Investition, aber ich glaube, es rentiert sich. Vor allem, wenn man ein bisschen ein Bastler ist. Ne? Jetzt können viele so kennen die Theorie und die können vielleicht flöten, aber ich habe zum Beispiel keine Ahnung, woran man kaputte Bauteile erkennt. Jetzt habe ich gesehen, beim Elko gehen, wenn es aufgebogen ist, gibt es noch irgendwelche so Daumenregeln für andere? Das ist es eigentlich. Also im Extremfall, wenn ein No hinter ist, dann ist er aufplatzt und das Dielektrikum rinnt dann schon raus, ne? Dann ist eh schon alles vorbei. Ne? Also Transistoren oder sowas? Die werden nicht so schnell hin normalerweise. Das liegt eher daran, weil das ja Schaltnetzteile sind, weil da diese Kondensatoren eben sehr schnell und ich weiß nicht, mehrere hundertmal in der Sekunde eben immer wieder aufgeladen, entladen werden und das macht auf lange Sicht dann einfach das Bauteil kaputt. Ja. Weil Elektrolytkondensatoren sind jetzt keine normalen Kondensatoren, wo wirklich nur 2 Platten sind mit einem Isolator dazwischen, sondern die sind ja an und für sich leitfähig, wenn du das verkehrt herumballst. Und deswegen zersetzt sie einfach die Schicht oder wie auch immer man dazu sagt. Ist jetzt auch schon Zeit her, die ganzen Elektrotechnik-Sachen nicht, aber das zersetzt sie einfach mit der Zeit und dann nimmt dann Kapazität ab und wird halt immer mehr, zum Beispiel mehr Ohmscher-Widerstand aus der Kondensat. Und irgendwann, das macht sie dann halt dann so bemerkbar, dass halt die Betriebsspannung nicht mehr gehalten werden kann und dann einfach wegbricht. Und im Monitorfall war das eben das Flackern, das sie dann mit der Zeit dann, wie es wieder doch aufgeladen war, dann sie wieder reguliert hat. Und in meinem Routerfall war es halt so, dass er einfach einmal spontan rebootet hat, weil dann halt kurz die Spannung eingebrochen ist. Also meistens dann, wenn die Festplatten angefahren ist, dann hat er kurz ein bisschen mehr Strom gebraucht. Und wenn dann der LK ausgeleiert ist, dann kann er eben die Spannung nicht halten. So, gibt es noch konkrete Fragen dazu? Ist es möglich, dass bei manchen Geräten ein Lötzinn verwendet wird, dass es mit einem normalen Lötgerät beim Füßen kann? Hätte ich noch nicht gesehen. Also. Dann im Prinzip eine kurze Frage von mir. Ja. Wo kann man mit dir noch weiter diskutieren? Weil das war jetzt nur so eine kleine Anregung. Ja, bist du draußen? Ich bin noch am Mittagessen unten und dann wäre ich nicht mehr allzu lang da bleiben. Also, unten beim Essen bin ich sicher zu treffen. Ich habe gedacht, du wärst eventuell beim Realraum hinter Infostand anzutreffen, was auch immer. Weil das ist ja auch im Prinzip eine sehr bastelfreudige Community rund um den Realraum. Ist das Elko bei jedem Großmarkt oder Wie gesagt, wenn du zum Konrad kriegst, das beim Neuhalt, habe ich sie einkauft, da haben sie meistens die Großpackungen, was wenn zufällig die Größe gleich passt, wo die dann billiger sind. Und sonst, wenn du zum Konrad oder sonst wo hingehst, dann sind es halt vielleicht, kosten es dann 20 oder 10 Cent, aber das ist dann auch schon egal. Ne?
in kleinen Stückmengen. Das kostet nichts. So.